Herzlich willkommen zurück zu Die Shepard spielt ein wenig Mass Effect Andromeda, bei dem wir zuletzt auf Aya waren und da ein paar Aufgaben gemacht haben. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe für den Anfang hier, das ist, wir werden erstmal nach dieser langen Zeit alle hier vorlabern. Nur so zur Vorsicht, okay? Ich habe gehört, Sie haben eine Stase-Kapsel von der Salarianischen Arche gefunden. Eigentlich hat sie jemand anders gefunden. Aber ja, das stimmt. Das ist wunderbar. Ich weiß, es ist nicht die Arche selbst, aber jedes Zeichen von ihr ist besser als nichts. Bitte, wenn ich irgendwie bei der Suche behilflich sein kann, fragen Sie einfach. Oder fragen Sie was anderes. Ich mag Ihre Gesellschaft. Wenn Sie beim Bau der Tempest geholfen haben, wissen Sie bestimmt viel über sie. So ziemlich alles sogar, in- und auswendig. Es war ziemlich mühsam, sie zum Laufen zu bringen. Die Initiative wollte topmoderne Technologie, die wir koordinieren mussten und die zum Teil schwer zu beschaffen war. Beschaffen? Kaufen. Legal und korrekt, versteht sich. Genau. Leider gingen die anderen Pathfinder-Schiffe verloren, als diese Geißel auf die Nexus traf. Die Tempest ist damit einzigartig. Wissen Sie, ich habe noch nicht viele Salarianer getroffen. Vorsicht! Je nachdem, wen Sie fragen, sind wir hinterhältige Spione, geniale Forscher oder übereifrige Wissenschaftler. Wir müssen das ganze Leben in knapp 40 Jahre packen. Alles wird beschleunigt, die Linien verschwimmen. Ich hoffe nur, dass wir unsere alten Fehler hier draußen nicht wiederholen. Okay, die Meinung über die anderen, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ja. Dann können wir mit der Suvi-Maus reden. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich genau dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Gut. Dann hätten wir die ersten beiden. Hast du was Neues? Hi, was liegt an? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So, das war die Pibi, die hat nichts Neues. So, und dann können wir eigentlich von unten herab, also nach unten gehen. Und schauen, was wir da haben. Ich weiß auch nicht, ob der gute Sam was hat. Hallo Scott, Pathfinder. Können wir über Ihre romantische Verbindung reden? Okay. In Ordnung, aber ich nehme an, du weißt bereits, wo die Babys herkommen. Meine einzige Erfahrung mit derartigen Verbindungen war eine bereits lange gefestigte Beziehung. Geschätzt, vertraut, aber tragisch. Mom und Dad. Den Anfang einer Verbindung habe ich nie miterlebt. Ihre Sichtweise Ihres Partners würde das Ganze für mich in einen Kontext stellen. Ich brauche das Schützling, ich kann das nicht erklären, es geht nur um Spaß. Ich empfinde wirklich viel für Sie und ich hoffe, bei ihr ist es auch so. Alles Leben strebt nach Zusammengehörigkeit. Jetzt verstehe ich das besser. Danke. Okay. Danke, Sam. Das genügt. Das war ja schon mal ganz vielsagend, denn wir haben ja bis jetzt nur eine, mit der wir wirklich angebändelt haben. Und das wäre ja quasi unsere Pibi gewesen. Wir gehen mal zur Ärztin. Ich denke, wir müssen das jetzt mal machen. Echt. Also, ob da nun was bei rauskommt, bei ein paar gibt es ein kleines Gespräch, bei ein paar nicht. Schauen wir mal. Fühlen Sie sich gut? Ich bin auf ein weiteres Erinnerungsfragment gestoßen. Mein Vater hat Sam für meine Mutter erschaffen, um sie zu heilen. Ich wusste, das war Teil seines Vorhabens, aber... Sie wussten nicht, dass es seine eigentliche Motivation war. Er wollte sie retten und hat dafür alles aufgegeben. Ihnen war nie bewusst, wie viel ihm seine Familie bedeutete? Nein.
Vermutlich nicht. Vielleicht wollte er es Ihnen ja genau deshalb zeigen. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. So, da hätten wir auch schon wieder ein kleines Gespräch gehabt. Das ist sehr gut. Haben wir denn wen in der Küche? Ja, ne? Die beiden Idioten wieder. Wissen Sie auch das Herz Ihrer Gemeinschaft? Sie musste sich nie gegen eine Phalanx von Cat behaupten. Aber sie hat es mit mir ausgehalten. Ziemlich heldenhaft. Sie sind ein Idiot. Ihr seid beide Idioten. Die Roker gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten. Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Roker seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Gut. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ja, Stärke haben wir schon. Hey, Pathfinder. Tut mir leid, ich habe gerade wenig Zeit. Was ist los? Eine Menge in den Außenposten. Viele sind es ja nicht. Wir haben den Ball ins Rollen gebracht. Das müsste den Druck verringern. Fühlt sich trotzdem an, als würden wir einem Rückstand hinterherlaufen. Das macht es schwer, nach vorne zu schauen. Wenn wir genug Außenposten haben, wird die Nexus vielleicht lockerer und wir können endlich leben. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Erzählen Sie mir von dem Auto. Wir haben als Familie daran rumgebastelt. Es war Mutters Idee und Vater mochte es, wenn Mutter zufrieden war. So bin ich zur Schrauberei gekommen. Rüstung und Jetpacks. Mutter war natürlich dagegen. Sie wissen ja, wie das ist. Ich habe meine Eltern ab und an ziemlich beunruhigt. So sind Kinder nun mal. Aber ich habe es wohl übertrieben. Durch den Wechsel der Galaxie zum Beispiel. Deshalb muss ich das hier hinkriegen. Sonst war Andromeda ein Fehler. Ich habe mich von zu vielen Leuten verabschiedet, um das zuzulassen. Erzählen Sie mir von Ihren Freunden bei den Spezialeinheiten. Ich habe geschworen, niemandem zu sagen, was sie getan haben. Ein Shuttle für das Auto zu stehlen, war völlig verrückt. Dondi, Bass, Metzi, Noel, Cap und der gottverdammte Hammond. Die besten Leute, wenn es um eingestürzte Gebäude geht. Irgendwann muss ich hier eine Zweigstelle aufmachen, wissen Sie? Das habe ich versprochen. Reden wir später weiter. Gut. Alles klar. Da hatten wir diese beiden Optionen drauf, das wusste ich noch nicht mal mehr. Ist aber auch nicht weiter schlimm, haben wir noch rausgedrückt gekriegt quasi. Dann geht's weiter. Gil müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurückhalten. Da würde ich eher vorschlagen, dass wir vorher noch die Mission mit dem Gil machen. Piraten, Exilanten, abgetrennte Köpfe. Kadara Port ist ein echtes Paradies, hm? Und Sloane Kelly, ein wahrer Engel. Brauchen Sie irgendetwas? Nö. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay, Cora hat auch nichts für uns. Drake haben wir da oben. Mit Vetra hatten wir geredet gerade. Dann, ja, da bleibt eigentlich nur Drag kurz. Wieder Gil ist, glaube ich, Story vorantreibend jetzt in dem Moment. Deswegen werden wir den erstmal noch in Ruhe lassen. Pathfinder. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Ja, also nix. Gut. Umso besser. Dann würde ich sagen, fliegen wir zu Nexus, weil da waren, glaube ich, mehrere Sachen, die wir da jetzt machen sollten. Und von der Nexus aus würden wir dann in Kadara weitermachen und den kompletten Rest dann abgrasen. Und wir haben es jetzt geschnallt gehabt. Der Fortschritt, den wir da gemacht haben, das war wirklich und tatsächlich, dass wir das mit dem Dings noch machen mussten, mit dem, wie heißt er gleich, unser toller Freund mit dem spanischen Namen. Fällt mir gerade echt nicht ein, wie er heißt. Reyes, mit dem Reyes. Ja, mit dem haben wir jetzt, glaube ich, noch, über den haben wir jetzt, glaube ich, noch so eine Hauptmission. Und dann geht es wirklich an diesen Außenposten.
Wahrscheinlich hätte ich das sogar noch vor dem Nexus machen sollen, aber gut. Oder wir gucken jetzt erstmal, was wir überhaupt für Aufgaben haben an der Nexus, wa? Das wäre vielleicht noch viel intelligenter. Leben im Grenzgebiet, Nakmodrak, Kuganischer Verrat, Aufgabe vergleichsweise fremdartig, Aufgabe bessere Zubereitung und die Feuerwehr. Ja gut, der Kuganische Verrat, der ist schon wichtig. Deswegen werden wir den, glaube ich, erstmal... Wollen wir den mal vorantreiben oder wollen wir doch erst... Nee, machen wir, wisst ihr was? Machen wir erstmal den Dings. Machen wir erstmal Kedera da fertig. Ich nehme an, der Kroganische Verrat wird uns nicht flöten gehen. Denn der ist noch nicht im vollen, also der ist zwar im vollen Betrieb oder im vollen, im Gang, aber er ist noch nicht so fortgeschritten, dass er permanent bearbeitet werden muss, glaube ich. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Sache, die wir jetzt auf der Nexus machen, die müssten wir noch abschließen, dann wird es erst relevant, alles andere. Also, auf zu Reyes. Ja, das ist das. In der Zeit von Kedera, wie gesagt, deswegen empfehle ich euch das. Der Planet ist einfach frei zu spielen, also zu meistern. Und in der Zeit, wo ihr auf Kedera, mit Kedera zu tun habt, da passiert nicht wirklich viel. Innerhalb der Crew. Ausgehabend. Achso. Verstärkung des Signals, Verräter oder Opfer. Mal schauen. Oh, okay. Wollen wir mal gucken. Und wohl erstmal er, das ist nämlich der Einzige, der hier in der Etage was mit uns machen will. Ich werde jetzt hier auch keinen... Ja, oder vielleicht mache ich doch ein bisschen Düsentrieb. Was wir auf jeden Fall von Nexus brauchen ist... Feierlichkeiten sind offenbar bereits im Gange. Mr. Vidal wollte sich mit Ihnen am Eingang treffen. Alles klar. Auf der Nexus müssen wir auf jeden Fall nach den Mods schauen, damit ich die neue Viper und so bearbeiten kann. Aber jetzt gibt's ja erstmal hier Gedöns. Halt! Privatveranstaltung! Ryder, Pathfinder und eine extrem wichtige Persönlichkeit. Auf der Liste steht kein Ryder. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan, eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Sie werden noch den ganzen Spaß verpassen. Ich hole Ihren Vorsprung wieder auf. Versprochen. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Aha. Da ist aber jemand eine Elegante, wa? Unter die Party. Das kennen wir ja gerade aus dem zweiten Teil schon. Das hatten wir schon. Können wir nochmal anklicken zur Vorsicht. Bin mir nämlich immer unsicher. Sie spielen hier? Ich versuche es, aber dieser Idiot...
Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Ich setze immer auf ungerade. Alles klar, ungerade. Viel Glück beim nächsten Mal. Ihretwegen habe ich meine Credits verspielt. Arschloch! Hey, Sie wollten doch, dass ich entscheide. Das werde ich mir merken. Ui. Harte Nacht? Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Und dann habe ich es nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. Was auch immer Sie gemacht haben, ich bin mir sicher, Sie können es wieder gerade biegen. Sie wissen nicht, was ich gesagt habe. Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so ein Idiot. Okay, das ist übel. Richtig übel. Aber ich denke, noch ist nicht alles verloren. Erklären Sie ihr, dass Sie das nur gesagt haben, weil Sie ein Idiot sind und Sie mögen. Denken Sie wirklich, das könnte funktionieren? Es ist auf jeden Fall besser, als in Selbstmitleid zu versinken. Wünschen Sie mir Glück. Jo. So, und dann haben wir noch. Ich weiß nicht, dann müssen wir mit Katis nochmal. Reden wir einfach mit allen nochmal. Schleichen Sie sich jetzt schon uneingeladen auf Partys, Ryder? In Helios ist es ziemlich schwierig, an kostenloses Essen und Bier zu kommen. Aha. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Hey, ich hab dir geholfen, du Arsch. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Okay, so. Bei der haben wir mehrere Gesprächsoptionen. Da lasse ich euch dann natürlich ganz mit alleine. Da kann ich nämlich stattdessen eine qualmen. Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen. Aber das wird nicht ewig funktionieren. Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Aphra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbanden und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein, aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Das war ja erfreulich. Ist denn hier noch ein Gast? Ist das sie mit... Ah, Umi. Ich hätte gern einen Drink. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Crawler's Song. Sieht so unglücklich aus beim Trinken. So, ich laufe jetzt noch einmal lang, aber ich glaube, dann bleibt mir wirklich nur noch unsere Königin. Pathfinder, welch unerwartete Überraschung. Sloan, was ist los? Ich dachte, wir wären Freunde. Wie schön, dass dieses Missverständnis jetzt aufgeklärt ist. Trinken wir nachher was zusammen? Nein.
Okay. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? Von Fegen, lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es also aussieht. Also nutzten Sie mich nicht als Ablenkung, um rumzuschnüffeln. Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Sorry. Mein Freund hatte wohl einen Drink zu viel. Hat doch geklappt. Ja, aber nächstes Mal lasse ich mir einen Plan einfallen. Na endlich, da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky, das ist ein Schatz. Den teilen wir doch, oder? Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Der erinnert mich echt an eine Keule von der Arbeit. Der Typ der Reihe ist, den mag ich gerne. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie sie es sich erhofft hat? Und denkt dran, eventuell bin ich kurz weg und ihr wisst dann warum. Jeder Tag ein Abenteuer. Selbst meine freien Abende sind interessant. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Für mich sind Sie das nicht. Auf neue Abenteuer. Und neue Freunde. Ich hätte eigentlich genommen, dass ich war zu schnell. Nächster Schritt auf Ärger warten. Wow, das war eine ehrliche Antwort, hätte ich eigentlich nehmen sollen. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Okay, auf Ärger warten. Was hatten wir denn jetzt noch für Missionen? Sollen wir nochmal runterfahren kurz? Bin mir nämlich gerade gar nicht sicher. Ja, hier stinkt's. Gucken wir mal kurz auf die Landkarte, ne, wo da noch Sachen waren. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher. Wenn das jetzt nicht zu schlimm ist, wo wir da hin müssen, also zu weit weg oder sowas, dann würde ich nämlich sagen, machen wir das noch schnell, gehen wieder hoch und vielleicht haben wir dann das Glück, dass er uns dann auch gleich wieder runterruft. Ah, hier war das auf dem Berg. Ein Anruf von Sloan. Von Sloan? Wirklich? Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, das ging ja schnell. Kommen Sie allein. Ich komme allein. Worum geht? Sie hat aufgelegt, Pathfinder. Ist ja reizend. Dann sehen wir mal, was sie will. Ja, machen wir das mal. Okay, so schnell hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Diese Frauen, egal ob im Leben oder im Videospiel, überall hetzen die einen rum.
Jawohl. Ich hoffe, jetzt haben wir auch wirklich gleich das startet, was ich mir gedacht habe, das startet. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Dann könnten wir nämlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, was auf dem Planeten abgeht. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Kann es sein, dass Sie sauer sind? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katis halb tot zu schlagen. Ich weiß, Sie und Katis stehen sich nahe. Ein Scheiß, wissen Sie. Sie sind nicht hier, weil ich Ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Nicht, dass es mich stört. Der Scharlatan hat an Katis eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was, ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber Sie sind ein Außenstehender. Und haben sich als vernünftig erwiesen. Ich bin dabei. Dieses Treffen entscheidet über Kadaras Zukunft. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Ja, ma'am. Ach nee, wir haben ja gesagt, unsere Königin, ne? Also. Ich wünsche, ich könnte mich beamen. So wie auf Aya. Falls ihr das in der letzten Folge nicht gesehen habt, da war ich so verzweifelt, da habe ich es gleich benutzt, aber da stehen eigentlich so eine Automaten, wo man verschiedene Stationen oder Abschnitte der Stadt sich quasi warpen kann. Also nicht, dass er sich wirklich warpt, sondern es spart einfach nur dem Spieler, dass er die ganze Zeit durch die Gegend joggen muss, weil auf Aya kann man ja leider nichts anderes machen. Also ich bin mir sicher, in der Vision, die Entwickler eigentlich vorhatten, da ist das so gewesen. Aber hier ist es halt nicht so. Also hat sich auch angeboten. Ihr seht ja sogar, dass man auf Aya, wenn man da ist, die Prozente, die Lebens... Oh, sag an, Mensch. Nicht die Lebenserhaltung, die belebbar, die, wie heißt denn das, bin ich jetzt bescheuert? Die, ja, was weiß ich, die Bewohnbarkeit hochtreiben kann, so wie das bei anderen Planeten auch machen. Also von daher, nein, keine Ausstattung, auch da drüben ist der Dingsbums. So. Dann wollen wir mal auf unser Kärtchen gucken. Waffenlager. Haben wir da. Wäre nicht zu weit ab vom Schuss. Showdown. Gut, dann nehmen wir doch kurz eben dieses dämliche Waffenlager mit. Welches wir von hier aus anfahren. Und über Stock und Stein, glaub mir, keine Sorge. So, wir müssen nach dort. Nee, ne? Doch! Wie gesagt, keine Angst, Stock und Stein. So 100% sicher. Keine gesicherten Straßen. Okay, gibt's ja nicht mal Gegner. Oh. Ja, da kann ich nicht treffen.
Okay. Also das waren nicht viele, es kommt mir fast... Hat uns der Nav-Punkt geführt? Zu einem Terminal. Es sind fast alle Waffenladungen da. Ich leite sie an ihren Camp weiter. Sobald ich die Männer dafür habe, ich weiß zwar nicht, ob sie für eine einzige schwächliche Kolonie wirklich so viel Zeug brauchen, aber das ist ihre Entscheidung. Scheiße, Prodromos wird keinen Schimmer haben, wie ihnen geschieht. Die sind tot, bevor sie einen Finger rühren können. Bin ganz schön neidisch auf die Beute, die sie dabei abstauben werden. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie von EOS zurück sind. All diese Vorräte. Sie werden EOS angreifen. Wie können wir das verhindern, Sam? Ich kann die Nachricht zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Sie könnte sie möglicherweise zum Lager der Angreifer führen. Na gut. Wo soll das sein? Oh. Stock und Stein. Hierhin hat uns der Nachtpunkt geführt. Zu einem Terminal. Hier? Nee. In diesem Exilantenlager halten sich zahlreiche registrierte Kriminelle auf, Pathfinder. Ja, wir wollen aber hier hin. Pathfinder, wir nähern uns dem Lager der Gesetzlosen, das in dem Terminal verzeichnet war. Ich registriere Explosivstoffe. Oh, Alter! Halt. Nicht so schnell. Alter. Oh, wow. Alter Vater. Nicht gut. Okay, eine haben wir. Okay. Puh. Wow. Das war nicht schön. Aber, oh Alter, das sind richtig viele. Okay, Schüsse alle. Ich schätze, das war's. Kein Problem.
Ja, da bist du. Okay. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich. Einen haben wir noch. Also einen sehe ich noch. Okay, das war hart, aber cool. Und das heißt für uns jetzt... Das heißt für uns jetzt, was heißt denn das jetzt für uns? Dass wir das einfach geschafft haben, oder was? Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Gehen wir da einfach auch nochmal hoch zur Vorsicht. Alter Schwede, da war aber richtig was los eben. Das war richtig Stoff. Meine Herren. Okay, scheint, als wenn es das wäre. Alles klar. Dann hatten wir noch irgendeine Aufgabe, aber ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich das da ganz am Anfang, ne? Achso, okay, alles klar. Ja, dann war es das wahrscheinlich. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nur noch hier einmal hin und von da aus dann zu dem Punkt. Alter, das war echt ein Brett gerade. Boah. So, und dann müssten wir wahrscheinlich einmal komplett umdrehen. Okay, also das heißt da lang. Ich habe die Abbauzone noch gar nicht gemacht, ne? Scheiß drauf. Also die bringen ja auf keinen Fall irgendwie so, dass wir da... dass wir dadurch einen Planeten dingsen. Okay. Wir hätten doch in eine andere Richtung fahren können. Ist egal. Komm schon an. Sind wir jetzt richtig? Ja. Die Sonne legt sich. Das ist jetzt wirklich immer nur geradeaus. Nichts anderes als geradeaus. Nein.
ich mir nur gerade aus. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja. Mhm. Also einfach nur dahin, ja. Okay. Alles klar. Ist außer mir noch jemand nervös?